Das ist Friede vor dem Smartphone und das ist Ihr iPhone-Kurs. Heute geht's weiter mit WhatsApp und der Aufgabe 46. Versende eine Nachricht mit einem Bild aus deiner Fotogalerie. Eine der allerbesten Funktionen hier auf WhatsApp ist, dass man hier sehr einfach und auch günstig Fotos versenden kann. Ich zeige Ihnen heute, wie es geht und was Sie sonst noch alles an einen Chat anhängen können. Dafür öffne ich hier WhatsApp und hier in WhatsApp wähle ich eine Unterhaltung aus. Und das wichtige Symbol, das ich jetzt suche, das ist dieses Plus. Ich tippe hier mal drauf und jetzt bekomme ich hier alles angezeigt, was ich an eine Nachricht anhängen kann. Ich könnte zum Beispiel hier mit Kamera direkt ein Foto mit der Kamera machen und anhängen. Ich kann aber auch ein Foto aus der Mediathek nehmen. Ich tippe hier mal Mediathek. Ich wähle mir hier ein Foto aus. Bevor ich es absende, kann ich dieses Foto jetzt noch bearbeiten. Ich kann hier zum Beispiel nach oben wischen. Hier unten finde ich jetzt alle Fotofilter. Ich kann mir hier einen aussuchen. Ich nehme hier mal schwarz-weiß. Wenn mir das gefällt, dann tippe ich hier links oben auf Fertig. Hier oben habe ich jetzt noch mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung. Hier das erste, das ist der Schritt zurück. Ich kann hier wieder einen Schritt zurückgehen. Damit wird der Filter wieder entfernt. Ich kann mein Bild hier auch noch zuschneiden. Ich mache das mal. Wenn mir das gefällt, dann tippe ich hier auf Fertig. Ich könnte auch noch was drauf schreiben oder drauf malen. Und hier habe ich wieder die Aufkleber. Hier tippe ich mal drauf. Ich wähle mir jetzt hier einen aus. Den kann ich hier noch verschieben. Hier unten kann ich noch eine Bildunterschrift hinzufügen. Und wie immer, mit diesem kleinen Papierflieger schicke ich es ab. So können Sie also ganz einfach ein Foto versenden. Sie können natürlich auch mehrere Fotos versenden. Es gibt auch die Möglichkeit, gleich mehrere Bilder auf einmal anzuhängen. Jetzt tippe ich hier nochmal auf das Plus, wähle nochmal die Mediathek und wähle jetzt hier ein Foto aus. Und jetzt gibt es hier dieses kleine Plus. Und hier kann ich jetzt noch mehrere Fotos hinzufügen. Hier unten sehe ich, das sind jetzt schon drei Fotos. Ich kann auch noch mal drauf tippen, dann wird es wieder entfernt. Wenn ich jetzt hier rechts oben auf Weiter tippe, dann könnte ich auch hier die Fotos noch mal bearbeiten, das erste oder auch das zweite Foto. Und wenn ich zufrieden bin, schicke ich es mit dem Flieger hier ab. Was findet sich hier noch auf diesem Plus? Man könnte ein Dokument versenden. Ich kann hier meinen Standort versenden, auch hier tippe ich mal drauf. Dazu muss ich natürlich erst erlauben, dass WhatsApp meinen Standort benutzen darf. Ich mache das mal beim Verwenden der App. Hier kann ich jetzt also meinen aktuellen Standort versenden oder ich könnte sogar einen Live-Standort teilen. Hier tippe ich auch mal drauf. Hier werde ich nochmal darauf hingewiesen, dass ich damit auch über einen längeren Zeitraum meinen Standort teile. Ich tippe hier mal auf OK. Als nächstes muss ich in den Einstellungen die Berechtigung dazu geben. Ich tippe hier also auf Einstellungen, muss hier beim Standort immer wählen. Hier links oben geht es zurück und so gehe ich wieder zurück auf WhatsApp. Und jetzt kann ich hier wählen, ob ich meinen Standort für 15 Minuten, eine Stunde oder 8 Stunden teilen möchte. Das möchte ich jetzt nicht machen. Mit dem X kann ich das wieder beenden. Ich möchte ja nur meinen aktuellen Standort senden. Dafür tippe ich hier auf aktuellen Standort senden. Und damit wird hier mein Standort auf der Karte versendet. Und Anton kann bei sich gleich auf die Karte tippen und schauen, wie er hierher kommt. Jetzt tippe ich hier noch einmal auf dieses Plus. Ich kann hier auch noch einen Kontakt aus meiner App Kontakte hinzufügen. Hier werden mir die Kontakte alle angezeigt. Ich suche mir hier einen aus, tippe hier oben auf Weiter. Jetzt muss ich noch aussuchen, was ich von diesem Kontakt teilen möchte. Ich möchte vielleicht nur eine Telefonnummer teilen und auch nicht den Geburtstag. Und damit tippe ich hier auf Senden und somit wurde hier die Telefonnummer geteilt. Und jetzt tippe ich noch ein letztes Mal auf Plus. Man kann hier auch noch eine Umfrage erstellen. Das habe ich schon in einem anderen Video erklärt und unten finden Sie den Link dazu. Natürlich finden Sie auch diese Aufgabe mit Aufkleber im Kursbuch. Das war's für heute mit WhatsApp. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.